Erstmal hallo. Sie haben gesehen, dass der Titel hat sich ein bisschen geändert. Das ist ein Klassiker. Es war beim Herr Ignacio Farias hier. Ignacio hatte mir einen Titel vorgeschlagen, der Titel, der im Programm steht. Und wie gewöhnlich, je näher war ich von der Präsentation ein bisschen so präziser, dachte ich an den Titel. So, das ist, glaube ich, ein bisschen näher zu dem Thema, die ich heute präsentiere. Das ist übrigens mein erster Vortrag auf Deutsch. So, ich bin sicher, Sie kommen hier nicht, um Deutsch zu lernen. So, dann ein bisschen Toleranz mit meinen grammatischen Fehlern. Ich habe auch diese Slides gestern Abend so übersetzt von dem Englischen zu Deutsch. Aber ich glaube, es wird sich mehr oder weniger verstehen. Und wenn es Fragen gibt, also Verständnisfragen, einfach so sagen Sie mir. Und ich kann das irgendwie anders formulieren. Der Titel ist Kosmopolitische Tiere, wie will Schweine Barcelona vom Hinterland aus redefinieren? Hier, ich adressiere auf die Idee von Kosmopolitik, wie formuliert beim Isabel Stengers. Wie Sie wissen, in Isabel Stengers Kosmopolitik war eine Kritik von dieser Macht oder dieser Autorität von Wissenschaft in die Definition von was ist Natur, was ist unser Kosmos, was ist die Ordnung, die uns beherrscht. Und auch diese auch konstitutive Seite von der kosmopolitischen Macht von Wissenschaft. Das heißt, Wissenschaft definiert nicht nur Natur, sondern ist performativ in der Tatsache, dass Wissenschaft definiert, was Natur ist. Es wird auch irgendwie eine Form von Natur konstituiert. Meine Frage hier ist, kann man Tiere nehmen als auch aktive Subjekte, die definieren auch, wie unsere Kosmos zu ordnen ist. Ja? Und ich folge der Fall von Wildschweinen und ich frage mich, ob wir irgendwie eine Botschaft von Wildschweinen interpretieren können. Natürlich ist keine Botschaft, die kommt mit unserer Sprache, natürlich, aber ich denke, diese Änderung in der Verhalten von Wildschweinen und in der Fall, dass ich heute hier präsentiere, wie Wildschweine immer mehr in die Städte, die Räume, städtische Räume besetzen, ich denke, es bringt so ein paar Sachen, die sind, ich glaube, nicht uninteressant zu denken von meiner Perspektive. Das ist übrigens Anthropologie, ich bin Sozialanthropologe. Aber heute versuche ich diese anthropologische und ethnografische Forschung, die ich mache seit jetzt mehr oder weniger ein Jahr, zu Wildschwein. Ich versuche das ein bisschen zu verbinden mit Architektur. Es ist meine Hoffnung, dass heute anfange ich an mit einem Dialog, in dem ich vielleicht Ideen bekomme eventuell. Das wäre sehr interessant für mich natürlich, aber wir werden sehen nach der Präsentation. Zu dem Projekt, auch ein paar Sachen ganz kurz, das gehört zu einem Kollaborationsprojekt, die hat als Basement in Prag. Wir erforschen verschiedene Länder in Europa, der Tschechei, Frankreich, Spanien in meinem Fall, Polen, wahrscheinlich wird auch Rumänien kommen. Und wir erforschen ein bisschen die Wildschweine-Proliferation in Europa aus verschiedenen Winkeln. Und in meinem Fall werde ich die ganz allgemeinen Ideen heute vorstellen. So, jetzt mal sehen, ob das. Ja, passt. So, zum Anfang so Barcelona. Das ist meine Heimatstadt. Und wie Sie wissen, Barcelona hat so ein Meereslandschaft. Dann hat die große urbane Hub. Das ist sehr groß, wie München oder große, und da hat auch Barcelona eine Gebirge, ja, so eine Gebirgeregion, die hat verschiedene Bezirke, die gehören auch die Stadt von Barcelona. Die sind nicht so bekannt, aber die sind natürlich Gebirge. Man sieht hier ganz klar die Grenze, die Farben sind nicht so klar, aber es ist mehr oder weniger ab hier fangen diese Gebirge, heißt Serra de Collserola. Und diese Gebirge waren ursprünglich nicht so, es war nicht so viel Anwesenheit von Menschen, es war mehr so viel Agrikultur. Früher, das heißt, es war nicht so grün wie jetzt, oder mindestens war nicht so, die Fläche war nicht so bedeckt mit Bäumen und Wäldern, sondern eher mit Agrikultur, also Agrikulturfeldern.
Dann mit der Industrialisation von Barcelona und einer Stadt, das heißt Sabadell, das ist hinter diese Gebirge, wurde die Agrikultur langsam so irgendwie gestoppt. Die Leute wurden in die Stadt einwandern, um in die Industrie arbeiten. Und wurde langsam wieder diese Reforestation. Von alleine hat sich wieder diese Wälder, haben wieder diese Fläche in Collserola bedeckt. Was passiert dann jetzt heutzutage in Collserola? Ich mache jetzt wie ein Art von Zooming. Und jetzt probiere ich einen anderen Gadget. Ist das, Alter? Ja, genau. So, da haben wir so zum Beispiel da ganz weit weg mit dem roten Zirkel sehen wir diese Teil von der Stadt, in der ich jetzt meine Ethnographie durchführe. Hier ein bisschen, oh, sorry, das war eine zu viel. Hier ein bisschen näher und hier ist genau dieses Viertel hier. Es ist ein Viertel, das heißt Vallvidrera und das gehört die Stadt Barcelona. Es ist mehr oder weniger 10 Minuten oder 15 Minuten mit Office zu erreichen und kann man auch zu Fuß. Es gibt Wanderwege, die verbinden die Stadt mit dieser Peripherie. Und heute fokussiere ich mich eigentlich genau an dieser Stelle. Das ist eine Platz in Vallvidrera, mehr oder weniger die zentrale Platz in Vallvidrera mit einem Spielplatz. Mache ich noch ein bisschen mehr Fokus. Das ist die Platz. Heißt Plaza de Minagrot. Das ist ein Platz ganz normal, ganz offen, ohne viele, hat nicht so viele Details. Es ist sandig. Es hat ein kleiner hier ein Spielplatz mit Sandkiste, Rutsche, ein paar Bäume. Was passiert in diesem Platz? Seit mehreren Jahren genießen diese Platz nicht nur Kinder, sondern auch Wildschweine. Das ist der Spielplatz, binnen in diese Platz. Seit mehreren Jahren werden die Wildschweine diese Platz verwenden, um einfach sich erholen, einfach den Sand genießen und umherum in diese Mistkübel auch da von der Mistkübel essen. Die sind nicht nur da, sind überall in dem Bezirk und auch in andere Bezirke in der Nähe. Und die sind gesehen als ein Problem bei einigen und als ein Wert für diese Bezirke bei anderen. Und das ist, was ich erforsche heutzutage, diese unterschiedliche Positionierung gegenüber Wildschweine. Weil es sind so Tiere, die haben so selber im Namen, so Wildschweine, mindestens auf Deutsch, auf Spanisch, wir sagen Jabalí, da eigentlich auch von Arabisch kommt und auch hat einen Bezug zu Wildnis, weil das Jabalí kommt von, das heißt der Schwein, der im auf einem Berg lebt. Aber Wildschweine auf Englisch und Deutsch mindestens haben diese Partikel von Wildnis, aber die sind trotzdem nicht ganz wild oder mindestens die werden urbane und zivilisierte oder das kommt auch darauf an, welche Perspektive man verwendet, aber werden nicht mehr so einfach so wilde Tiere, die einfach in Opposition zu domestischen Schweinen gesehen können. So, wir schauen ein bisschen, was machen die Wildschweine da? So, in diesem Park, in diese Bezirke. Es ist eigentlich eine ganz banale Frage und meine Antworten sind auch ganz banale. Die machen so ganz normale Sachen wie trinken. Das ist ein Wasserdamm. Es ist 5 Minuten entfernt von diesem Park. Das hat Elias Rogent, ein bekannter Architekt, katalanischer Architekt, entworfen Ende 19. Jahrhundert. Und natürlich, das ist ein super Gebiet für die Wildschweine, weil die kommen einfach von dem Wald und die können da ganz gemütlich trinken und sich so baden. Und alles und da, ganz in der Nähe, die haben auch die Mistkübel und das Fütter für Haustiere und die haben so diese Kapazität, um die Ressourcen beides von der Stadt und von der Wald gleichzeitig zu verwenden. Sie essen, ja, nicht immer so in einer zivilisierten Form, Art und Weise, aber trotzdem, die sind da. Es gibt heutzutage Maßnahmen für die Mistkübel zu halten. Es gibt so
Strukturen, die machen, die werden, konnten nicht so umgekippt werden. Aber die Wildschweine sind sehr intelligente Tiere und die finden normalerweise immer einen Weg, um das Essen zu finden. Ja. Was machen sie mehr? So, sie genießen einfach die Parken, wie gesagt. Ja. Die kommen auch manchmal einfach so. Die stehen in den Parken, die einfach ja, nehmen die Sonne oder einfach liegen. Es ist gemütlich für sie. Und soweit die Leute respektieren sie. Leute halten einige an Abstand und einige Leute nähern sich langsam an die Wildschweine, als ob die wären nicht wilde Tiere, sondern einfach Tiere, die gehören in die Stadt. Und das ist, was ich interessant finde. Was sagen die Experten dazu, zu der Tatsache, dass die Wildschweine immer werden mehr und mehr anwesend in die Stadt, nicht nur in Barcelona, auch andere Städte, Sie wissen wahrscheinlich von Berlin der Fall und auch in Rom. Wildschweine werden sich vermehren. Das ist eine dieser Spezies, die wird sich von Klimawandel oder Global Warming irgendwie einen Vorteil nehmen. Ja, die werden sich vermehren, die mögen so wärmere Winter. Und es gibt jetzt, war in 2015 ein Artikel in der Journal Plus One, das ist, die Autoren sind ein Gruppe von österreichischen oder mindestens in Wien basierte Veterinary Medicine Wissenschaftler, die haben erforscht ein bisschen diese Proliferation von Wildschweinen in Europa und die haben das verglichen in verschiedene Länder und sie haben herausgefunden, dass eigentlich in alle europäischen Länder, wo es Daten gibt, werden die Populationen von Wildschweinen wachsen nach einem Winter, die ein bisschen wärmer als der Durchschnitt ist. Ja? Interessanterweise, die sagen nicht nur das, die sagen auch, dass Wildschweine sind nicht nur eine Spezies, die haben sehr Subdivisions. Ein österreichischer Wildschwein ist nicht das gleiche wie ein spanischer Wildschwein, ja? Weil ein spanischer Wildschwein braucht, um sich auf einem höheren Ratio zu vermehren, braucht ein wärmeres Winter. Das ist genau wie bei der Menschen. Ja? Die haben verschiedene Antworten, physikalische Antworten, und im Gegensatz in Österreich mit ein bisschen wärmeres Winter, aber trotzdem noch kalt für spanische Standards, wird sich vermehren. Auf jeden Fall, die Daten zeigen, dass Global Warming und vor allem so wärmere Winter bringen zu einem Wachstum von Wildschweinepopulation. Das heißt was? Das heißt für mich, wie ich das lese, dass die Wildschweine sind eigentlich unsere Kreation sozusagen. Halftime, okay. Sind unsere Kreation auf zwei anthropogenische Ebenen. Ich weiß nicht, jetzt auf anthropogenische ist auch ein deutsches Wort, anthropogenic level. So, irgendwie auf einer Ebene, die verwenden und die werden sich vermehren auf eine höhere Geschwindigkeit durch diese lokale Ressourcen von Menschen, wie Mietskübel zum Beispiel und Wasserdamm, die werden das nutzen auf einer Ebene und die werden davon profitieren, aber auch auf einer höheren Ebene, die werden auch von Global Warming irgendwie profitieren oder mindestens die Populationen wachsen. Das heißt, eigentlich diese Wildschweine-Profilation ist unser Produkt, ist ein menschliches Produkt. Und daher, die Fragen sind, was sollen wir denn nach den Expertenvorschlägen, was sollen wir mit unseren Wildschweinen machen? Weil das sind nicht mehr so einfach wilde Tiere, die sind im Vorfeld gegeben, sind wilde Tiere, die sind Vektoren sozusagen von einer menschlichen Aktion in der Umweltseite auf verschiedene Scales. Ja? Diese lokale Scale und dann diese auch mehr globale Scale, die zu Global Warming angeht. Die Experten sagen, dass wir sollten drei Sachen machen. Eine ist Disziplin halten. Das ist eine Darstellung von einem spanischen Newspaper, wo es wird gezeigt, dass es gibt zwei Sorten von Wildschweine, die Wildschweine und die urbane Wildschweine.
und die sagen, diese urbanen Wildschweine sind viel größer und die sind irgendwie gewohnt an den Leuten und die sagen, erstens, man muss nicht füttern, man muss nicht streicheln, man muss immer die Mistkübel und Tierfütter immer schützen und in einem Abstand von Wildschweinen halten. Auch man muss die Zäune tiefer bauen, so, weil Sie wissen, dass mit dem Rüssel die Wildschweine können ganz tief gehen. Und es ist eine Erziehungskampagne, so, um ein bisschen die Bürger ein bisschen zu erziehen, wie sollen sie mit dem Wildschwein umgehen. Was sagen Sie noch? Die sagen, ja, wir müssen sie jagen. Und mit Jagen gibt es zwei Techniken heutzutage, die klassische Jagd mit Feuerwaffen, die nicht in der städtischen Räume stattfinden kann. Aber in Spanien ist es so, dass es ist eigentlich als Alternativ für urbane Wildschweine zum Beispiel, kann man mit Bogen jagen. Das ist nicht überall und nicht überall erlaubt, aber das findet statt ab und zu in Städten wie Madrid oder A Coruña, hat auch in Barcelona einige Tage stattgefunden, wie es die Tierschutzorganisationen haben gesagt, was soll das. Ja. Aber ja, Bogenjagd ist auch eine der Alternativen, die Experten vorschlagen als eine ökologische Art und nicht gefährlich für andere Menschen, in Klammer immer, Strategie, um diese Proliferation von Wildschweinen zu bremsen. Die sagen auch, man darf sie sterilisieren. Das ist ein Pilotprogramm. Das wird von der Uni Barcelona und auch die Behörde durchgeführt dieses Jahr. Und die haben vor kurzem festgestellt, dass dieses Jahr wurden, sie haben sogar das quantifiziert, die sagen, dieses Jahr sind 400 Wildschweine weniger geworden. Und die haben da gefeiert, wir haben 400 weniger. Und das ist auch eine der Maßnahmen, die jetzt durchgeführt werden, aber alle diese Maßnahmen sind kontrovers. Ja? Natürlich dieses Bogenjagd und dieses, das Jagd in sich ist kontrovers. Es gibt so viele, ökopolitische Ansichten dazu, viel Diskussion, aber auch mit dem Sterilisieren ist nicht bei allen gut gesehen. Einerseits sind Leute, die ich interviewt habe, die sagen, ja, das ist eigentlich ein bisschen komisch, weil wir wissen nicht, was passiert danach, weil man irgendwie beeinflusst diese ökologische Kette, ohne was zu wissen, was kommt nachher. Und andererseits kommen die Jäger, die sagen, ja, aber wir haben jetzt festgestellt, dass eigentlich die Wildschweine werden viel aggressiver wegen dieser Sterilisierung Impfung. Ja? Da, es ist keine Lösung, sieht super aus, aber trotzdem, man sagt, wenn man alle diese drei Maßnahmen hält, sollten die Wildschweine sich nicht so schnell vermehren. Was ist aber das schwierigste Problem, meiner Meinung nach, ist meine Tante Mercedes. Diese Bürger, die hat sehr gerne mit dem Wildschwein was zu tun gehabt. Das ist ein Foto von 90er Jahren. Interessanterweise war mein Onkel Emilio, so ihr Mann, ein Jäger. Und er hat nicht gejagt im gleichen Moment, aber die waren man hat gesehen, in dem gleichen Paar die zwei Hauptpositionierungen gegenüber Wildschweinen. Natürlich ist nicht nur meine Tante Mercedes, sondern viele andere Personen, die gerne die Wildschweine in der Nähe haben. So, es gibt andere Leute, die Wildschweine füttern, es gibt Leute, die streicheln. Und die Wildschweine sind auch in diesen Bezirken sind geworden wie ein bisschen Identifikationssymbol. Es gibt Stickers, es gibt so die Fußballteam, der mit dem Wildschweine-Symbol sich zeigt. Man sieht nicht so gut, aber das sind eine Familie von Wildschweinen, die ganz gemütlich am Abend spazieren in dem Bezirk. Das ist eine Anzeige für das Fest von diesem Bezirk, dieses jährliche Fest. So, es werden irgendwie reklamiert als ein Teil von dieser lokalen Kultur, die Wildschweine. Ja? Und das macht schwieriger, dass einfach diese Maßnahmen und einfach die Wildschweine so rauszunehmen. Man kann nicht diese Maßnahmen als ein Reflex von was der Bürgerschaft bildet. Ja? Es gibt viele verschiedene Ansichten dazu.
Und dann zum Schluss, ich mache so, also stelle mich 4 Fragen und ich habe heute mich so einfach die Freiheit gegeben, auch einen Entwurf zu machen. So, die Fragen sind folgende. So, die erste: Wie kann man auf diese vielfältige Positionierung gegenüber Wildschweine antworten? Wie gesagt, das ist was es mich interessiert, dass eigentlich diese Wildnis von Wildschweinen, es ist nicht im Vorfeld gegeben. Es ist irgendwas, das wird gehandelt und zum Teil ist auch eine körperliche Disposition von spezifischen Bürger gegenüber spezifischen Wildschweinen. Es ist nicht immer, dass eine Beziehung zwischen einem Mensch und einem Wildschwein immer mit Aggressivität ja, so vordefiniert wird, sondern eher sowas, dass es wird entschieden in jeder relationelle Situation sozusagen. Das ist etwas, was mir interessiert auf eine vielleicht höhere theoretische Level, weil ich untersuche jetzt gerade auch, was passiert im Amazonien mit verschiedenen Säugtieren. Das passiert sowas Ähnliches, dass die Tiere werden nicht sofort klassifiziert als Prädatoren oder als Wild, sondern es wird das abhängig von was diese Person, was sind die Praktiken, die diese Person treibt im Alltag und ja, am Endeffekt eine relationelle Situation, die wird auf einer persönlichen Ebene immer definiert. So, es gibt auf jeden Fall vielfältige Positionierungen gegenüber Wildschweine. Dann zweite Frage, die ich mich stelle, kann man dann mit so großen wilden Saugtieren im urbanen Raum ohne Gewalt umgehen? Ja, weil die Gewalt sei einfach so wegtun, zurück im Wald oder jagen oder sterilisieren, das impliziert immer ein bisschen so verschiedene Formate von Gewalt. Und die dritte, hat zu tun mit der zweiten Frage, kann man sich eine Interspezies-Kosmopolitik, wie gesagt am Anfang an Isabel Stengers, vorstellen, in der Differenzen und Koexistenz, diplomatisch gehandelt sind. Da gehe ich was schon wurde erwähnt, diese automatisch nekropolitische Antwort auf wilde Tiere in der Stadt. Kann man sich was anderes vorstellen, eine Kosmopolitik, in der nicht Gewalt oder Aggressivität als automatische Antwort kommt? Und dann eine vierte Frage, konnte man diese neue Interspezies-Kosmopolitik irgendwie mit infrastrukturellen Interventionen umsetzen? Das ist die Frage, die ich eigentlich hier für so ein Auditorium gerne bringe, weil bei mir würde sich das ganze Projekt hier ändern. Ja? Damit mache ich einen Artikel, ich schreibe darüber, gebe ich ein paar ethnografische Daten und das war's. Ja? Aber heute versuche ich, kann man das irgendwie eine infrastrukturelle oder eine materielle Umsetzung haben, so wenn man in so eine Kosmopolitik denkt, wo wilde Tiere und Menschen so zusammenleben. Und ich habe, wie gesagt, so ein bisschen einen Entwurf, die ist voll, ja, nicht so ernst, aber auch nicht voll erst heute gemacht. Und das ist nämlich ein Entwurf für diesen Platz, den ich schon gezeigt habe, mit in diesem Bezirk. Und der Entwurf ist denn da. Ich nenne das genannt? Wild Flipping Town. Und es geht darum, dass in der Platz, so das steht sowieso in der Platz, der Spielplatz, ich würde so eine Verbindung und einen Zaun irgendwie, wo die Kinder können sich stellen, wenn die Wildschweine kommen, weil die kommen sowieso. Und da automatisch die Antwort ist immer, die Wildschweine so irgendwie Jäger anrufen oder whatever und dann die Wildschweine weg. Aber dann, wie gesagt, es gibt Leute, die eigentlich die Wildschweine gerne in der Nähe haben. Was passiert ist natürlich, dass Wildschweine, egal welche Positionierung, sind gefährlich. So. Und die Behörden müssen sich irgendwie verantwortlich machen. So. Und dann das würde ein Zaun, so, wo die Kinder sich selber tun können. Da kommt einer, der freiwillig kommt, um die Wildschweine anzuschauen. Und für mich das Interessante, es ist wirklich so zum Spaß, aber für mich ist es interessant zum Denken, weil das wäre ein Zaun, in der zum ersten Mal werden die Menschen sich selber sperren, nicht die wilden Tiere. Ja? Und das ist ein bisschen eine Umdrehung von der normalen Logik. Wir denken an wilde Tiere und wir denken sofort, oh, wir prügeln die weg oder wir sperren sie oder wir jagen sie. Und hier in den Zaun würde es erlauben, dass eigentlich sind die Menschen freiwillig, die sperren sich temporär natürlich, das ist nicht für immer. Dann kann man,
Da kann man, weg hier und kann man spielen, wenn man sich von den Wildschweinen schon langweilig. Also das ist voll freiwillig und trotzdem erlaubt ein bisschen eine Interaktion, ein Zusammensein. Ja? Und das für mich, es bringt diese Erfahrbarkeit, das gestern so oft erwähnt wurde. Ja? Das hat auch eine ernstere, denke ich, Niveau von Überlegens. Was ist? Es wird viel gesprochen von Bäumen, von Pflanzen, von diesen Interventionen in der Stadt. Und das ist eine schöne Kosmopolitik, ja. Aber ich denke auch, mit wilden Tieren wie Wildschweine oder sogar Bienen oder sogar andere wilde Tiere, die sind auch implizieren irgendwie eine Gefahr für die Bürger. Da wird es ein bisschen eine radikalere kosmopolitische Änderung. Meine Frage ist, gibt es irgendwie, was für Kosmopolitik brauchen wir, damit es nicht nur Bäume und grüne Fläche, sondern auch Tiere, die potenziell gefährlich für die Menschen sind, was für Toleranz das impliziert. Und das sind die Frage, die ich mich mit diesem Beispiel von den Wildschweinen in Barcelona stelle. Und das ist, was ich heute hatte. Danke.